Ja, meine lieben Untoten, willkommen zurück zu einem Video. Heute schon der 5. Part von unserem Spore-Let's Play. Ja, vergesst auf jeden Fall nicht, eine Bewertung da zu lassen und ja, let's go. Also letztes Mal haben wir einen Stamm schon mal ausgerottet und haben dadurch neue Teile bekommen. Und ja, da haben wir hier Waffen, Steinäxte. Das kostet aber 25 Futter und dann sammeln wir die mal kurz. So, jetzt habe ich schon genügend Futter. Und dann hole ich mir jetzt die Steinäxte. Was steht da? Steinäxte sind äußerst effektiv gegen wilde Kreaturen und Stammesmitglieder. Fügen Hütten- und Werkzeugschuppen allerdings nur wenig Schaden hinzu. Okay. Dann würde ich sagen, könnten wir es ja so machen, dass vielleicht 3 Leute Steinäxte nehmen. Und dann die anderen paar greifen dann die Hütte an. Oh, Angreifer. Wer greift denn an? Das Gründorf. Oh, mir fällt gerade auch noch auf. Wir haben noch Platz für 3 Babys. Komm, wo sind sie? Oh, da hinten. Aber es sind sehr wenig. Okay, dann haben wir auch da uns schon mal erfolgreich verteidigt. Aber wir brauchen noch ein bisschen mehr Futter für mehr Stammesmitglieder. Zyandorf ist ab sofort dein Erzfeind. Es ist schlecht. Also wenn wir zum Beispiel das Gründorf angreifen, dann wird uns wahrscheinlich das Zyandorf angreifen. Und andersrum auch. Das heißt, wir müssen es irgendwie schaffen, uns mit denen zu befreunden. Oh no, jetzt greifen wieder welche an. So, jetzt haben wir auch unser drittes. So, jetzt haben wir auch schon unsere 9 Stammesmitglieder. So, dann mal gucken, was man da machen kann. Verbünden. Beschenke das Zyandorf. Überreiche dem Zyandorf Geschenke, um eure Beziehung zu verbessern und versuche dann ein Bündnis zu schließen. Okay, mal gucken. Und dann können wir auch das Gründorf bekämpfen. Zyandorf weiß nicht recht, was es von dir halten soll. So, dann greifen wir mal das Gründorf an. Ich lasse 3 Leute zu Hause, dass die dann verteidigen können. Ja. Oh no, die ganzen Babys hier wachsen auf. So, dann haben wir erstmal alle Leute gekillt. Und dann mache ich erstmal einen Zeitraffer. Weil. Oh, da ist wieder einer. Egal, ich mache trotzdem einen Zeitraffer, bis das hier zerstört ist. Und da haben wir es auch. Und wir haben wieder neue Sachen bekommen. Dass wir dann wieder stärker sind, wahrscheinlich. Du hast das Gründorf zerstört. Zur Feier des Tages hat dein Stamm ein zweites Totemteil geschnitzt. Deine Kriegsbeute sind neue Werkzeuge und Outfits. Diese findest du in deinem Stammesplaner. Okay. So, ich würde sagen, wir könnten noch ein Dorf ausrotten. Ja. Dann machen wir das auch mal. Verdammt. Schade. Naja, wir werden uns nicht aufhalten lassen. So, dann holen wir uns noch Heilstäbe. Und dann gehen wir mal voller Einsatz. So, und jetzt Zeitraffer. Und da haben wir es. Ein weiteres Dorf zerstört.
Und unser drittes Totenteil. Du hast das Pinkdorf zerstört. Dein Stammestotem ziert nun ein drittes Totemteil. Die Werkzeuge und Outfits des besiegten Stammes sind nun in deinem Stammesplaner verfügbar. Okay. Oh, wir haben jetzt eine noch größere Hütte. Oh, okay. Dein Stamm entwickelt sich weiter. Die Hütte wurde erneut verbessert und dein Stamm kann nun wachsen, bis er das Maximum von 12 Mitgliedern erreicht hat. Oh, 12, das ist schon viel. So, da haben wir jetzt auch schon die letzten 3 Stammesmitglieder. Ja, dann rüste ich die gleich nochmal aus und dann können wir auch schon angreifen. Weil ich glaube nicht, dass das Zyandorf uns noch attackieren wird. Ja, deswegen können wir ja mal all in gehen. So, jetzt habe ich alle ausgerüstet und dann können wir auch schon angreifen. Okay, da haben wir schon mal alle Stammesmitglieder getötet. Das war aber ziemlich knapp. Ich meine, 4 sind bei uns gestorben. Das ist schon viel. Jetzt muss ich hoffen, dass keine Babys noch übrig sind. Aber trotzdem, Zeitraffer. Oh, da haben wir es jetzt auch. Schon das 4. Totenteil. Du hast das Lavendeldorf zerstört. Ihre Werkzeuge und Outfits gehören nur dir. Du findest sie in deinem Stammesplaner. Dein Totem ist fast vollständig. Oh, wieder ein Raumschiff. So, da haben wir jetzt auch unsere letzten beiden Stammesmitglieder. Die rüste ich noch kurz aus. Und dann können wir den letzten Stamm in der Stammesphase bekämpfen. Das Zyandorf. Let's go. Und da haben wir auch schon ganz schnell alle von denen besiegt. So, und wie immer, Zeitraffer. Somit haben wir die Stammesphase abgeschlossen. Du hast das Zyandorf zerstört. Dein Totem ist nun vollständig. Du kannst jetzt in die Zivilisationsphase aufsteigen. Okay. Dein Stamm ist Alleinherrscher. Wenn du für die Zivilisation bereit bist, klicke auf den Weiterentwickeln-Button. Klicke hier, um deine erste Stadt zu gründen. Gehe danach zu den Designern, wo du dein Haus und erste Fahrzeuge erstellst. So, aber wie immer würde ich sagen, gehen wir erst in die Zivilisationsphase in der nächsten Folge. Vergiss auf jeden Fall nicht, eine Bewertung dazulassen. Und ja. So, das war's fürs heutige Video. Schön, dass du wieder dabei warst. Du kannst mich mit einem Like und einem Abo unterstützen. Und falls du nicht mehr von meinem Content verpassen willst, dann drücke die Glocke. Und noch einen schönen Tag und ciao, ciao.